Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of War Chapter 4. Zeitalter des Krieges Kapitel 4 Gameplay mit Mods. Und ich kann euch schon mal sagen, das wird noch eine ganze Weile Age of War Chapter 4 bleiben. Heute ist ein neues Update rausgekommen von Funcom, heute live gestellt. Ich habe es am Rande mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt, dass meine Sorf heute Nachmittag gebootet sind. Hab dann kurz im Discord nachgefragt, sag, hier sind die gecrashed. Nö, wir haben hier ganz ordentlich angemeldet gekriegt, Neustarten 10 Minuten, und damit war mir klar, das muss ein serverseitiges Surfer-Update gewesen sein. Warum? Weil, wenn es ein Crash wäre, dann kommt die Mitteilung nicht, und wenn es eine Mitteilung gibt, ich habe ja die Surfer bei G-Portal, und dort werden, wenn Mods aktualisiert worden sind, wird kein Neustart getriggert. Also von daher war klar, das muss ein serverseitiges gewesen sein. Und die hatten ja auch bei diesem misslungenen Change, den sie letztens rausgehauen hatten, haben sie auch gesagt, ah, da kommt demnächst was Großes und seid schon mal gespannt, wir freuen uns schon drauf. Und das ist heute gekommen. Und ich muss sagen, ja, es ist was Großes und wieso sitze ich hier nicht ordentlich im Stuhl? Jetzt. Und es ist was Großes und es hat sich, es sind einige, wow, gute Nachrichten sind da auf jeden Fall dabei, aber auch für mich eine sehr traurige. Aber wir gucken das einfach mal zusammen an. Und was sie auch geschafft haben dieses Mal, dickes Lob, wir haben die Neuigkeiten bereits auf Deutsch auf Steam parat. Das heißt, wir haben natürlich die, ich habe geguckt, die englischsprachigen Patchnotes waren noch nicht raus. Da habe ich schon auf Steam die Neuigkeiten auf Deutsch lesen können. Und das ist ja auch schon mal was Positives. Gucken wir uns die mal kurz an, was dort steht, und dann schauen wir mal, was wir uns auch anschauen können im Spiel. Und zwar haben wir neues Update ist live mit einigen Neuigkeiten zum nächsten Update. Hier. Eine Reihe neuer kostenloser Inhalte beginnt jetzt. Seid gegrüßt, Verbande. Heute verkünden wir tolle Neuigkeiten. Wie ihr wisst, entwickelt sich Conan Exiles ständig weiter, entsprechend arbeitet auch unser Team. Heute besprechen wir einige wichtige Themen. Das heutige neue Update, die neue Update-Struktur für Inhalte, das ist ganz interessant. Und das ist das, wo ich sage, oh, kein Battle Pass für nächstes Zeitalter und darüber hinaus. Das heißt, der Battle Pass ist abgeschafft. Zumindest zum Standpunkt heute. Ich bin mal gespannt, wie groß der Aufschrei in der Community ist. Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn sehr gerne gehabt. Ich fand ihn abwechslungsreich. Die erste Version, die zweite war für den Hintern. Das hätten sie sich gerade sparen können. Der Battle Pass wird jetzt erstmal weiterlaufen. Das heißt, alle, die ihn noch nicht fertig haben, können alle Ruhe fertig machen. Und alle, die ihn schon fertig haben, dürfen ihm nochmal zuwinken. Weil zumindest Stand heute wird es keinen neuen Battle Pass geben. Was ich, wie gesagt, ich finde es schlecht. Meine persönliche Meinung, man hätte ihn besser gestalten müssen, wie er aktuell war, ja. So wie er am Anfang war, fand ich ihn okay, da hätte man sicherlich auch noch was tweaken können. Aber ihn einfach ganz abschaffen, finde ich schade, weil es einfach auch ein nettes Feature war, um an kleinen an kleine Placeables und Armors und Zeug zu kommen. Da werden wir jetzt einen anderen Weg haben, das kommt dann auch hier gleich in der Erklärung. Also zurück ist das Kopfgeldjagd-Event. Ja, das heißt, wir haben mit dem jetzt heute erschienenen Update sind die Kopfgeldjäger zurück. Das heißt, wir sind wieder aufgerufen, Zauberer zu jagen und entweder ihre Rübe oder ideal sie komplett am Seil beim entsprechenden Camp abzugeben. Das Lager befindet sich beim jetzt das Lager der Anhänger von Mekamoses. Also da bei Mekamoses finden wir es das Lager und dort kann man wohl jetzt auch nicht nur, wir hatten ja so ein paar Sachen, die man eintauschen konnte, das waren glaube ich im alten, also im bisherigen Kopfgeldjagd waren das diese die legendären Waffen, die man da eintauschen konnte, und man konnte Thralls eintauschen. Was man jetzt wohl noch zusätzlich kann, ist ein titanisches Sklaventreiber-Outfit. Hier. Und glänzende neue Knüppeln und Fesseln. Ja, damit ihr besagte Zauberer in einem Stück zurückbringt. Also es gibt hier so kleine Belohnungen, die sozusagen wahrscheinlich, so fühlt sich's an, die Belohnungen aus dem Battle Pass ersetzen sollen. Und
Nehme ich natürlich gerne mit. Ja, freue mich auch jetzt auf das Event. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und ich muss, wir werden nachher mal schauen. Wir gehen dann in das Camp noch live rein hier und gucken, was es da wirklich im Detail gibt. Und ob es auch weiterhin die Sklaven gibt, ob wir eine Chance auf eine Dalincia haben oder. Also das gucken wir uns auf jeden Fall an und eben auch, was wir sonst noch potenziell uns für diese Währung, die es dann wahrscheinlich geben wird, muss, holen können. Das Coole ist, ich habe noch Globuli, keine Ahnung, die nehme ich mal mit. Keine Ahnung, ob die wieder gelten, das wäre natürlich cool. Dann kann ich mich gleich was mir eintauschen. Was das große, die große Neuigkeit ist eigentlich down but not out. Also, das ist ein neues Feature. Das hatten sie ja schon angekündigt, eigentlich darüber gesprochen beim der Veröffentlichung, beim letzten Update vom Chapter 4, vom Kapitel 4, dass sie vorhaben, die Begleiter dahingehend auch aufzuwerten, dass man sagt, okay, eines der ganz blöden Sachen ist natürlich, man hat jetzt eine Dalincia, einen Berserker, egal wen, sogar eine, keine Ahnung, einen am Anfang, den man einfach lieb gewonnen hat, den hat man dabei, der stirbt jetzt und da ist irgendwie, meh, das ist traurig. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Begleiter, wenn sie down gehen oder Leibeigner allgemein, wahrscheinlich auch zum Beispiel bei einer Purge oder sowas, bei einer Säuberung, wenn dann eben die Bewacher down gehen, haben wir eine Möglichkeit, sie wieder herzustellen, also sie wieder zu beleben und sie zurück ins Spiel zu bringen. Sie sind also nicht ganz down, aber es sind zwei Einschränkungen. Das eine ist, die bleiben nicht ewig liegen. Das heißt, die bluten aus. Das heißt, wenn ein Begleiter down geht, steht jetzt hier auch nicht da, wie lange er dann ausblutet. Reden wir von 15 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Das müssen wir uns noch anschauen. Ja, aber die sind nicht eben sofort tot. Die bluten aus und in der Zeit habe ich die Möglichkeit, sie wiederzubeleben. Das ist aber dann, das Spiel kann ich nicht unendlich mit ihnen treiben, sondern die kriegen einen Debuff, also Debuff Wiederbelebung Nummer 1. Und wenn sie den dritten dreimal zu Boden gegangen sind, in einer bestimmten Zeit, ist es endgültig. Das heißt, ich kann sie eigentlich, wenn ich das so lese, zweimal wiederbeleben und beim dritten Mal sind sie dann endgültig raus aus dem Spiel. Und ich habe dann aber auch die Möglichkeit, je nachdem, wenn ich sie wiederbelebe, kann ich eben entscheiden, ob sie mit ihrem Standard-Behavior, also mit aktiv sein sollen, oder ob sie in einen Folgemodus, Folge-mir-Modus gesetzt werden. Das ist zum Beispiel, wenn man eben bei einer Säuberung mit einem Bewacher, der down ist, den kann man dann sagen, komm, dann kommst du jetzt mit mir mit, ich bring den, sag dann, kämpf nicht, folge mir oder was der Geier war, und bring ihn aus der Gefahrenzone. Aber ich glaube, da hat man dann einige Spieloptionen mehr, da müssen wir mal gucken, was da so geht. Und was sie eben sagen, und das ist das Wichtige hier, die neue Struktur und die Frequenz von Inhaltsupdates. Mit Beginn vom Age of Sorcery und über weite Teile von Age of War hinweg haben wir etwa alle drei Monate ein Kapitel-Update veröffentlicht. Das war ja diese Ankündigung, dass sie eigentlich alle drei Monate es wollen. Und das fand ich damals schon ein sehr mutiges Ziel. Man hat ja dann eigentlich davon gesprochen, dass man das verlängern möchte. Und das ist, man hat es ja jetzt auch angekündigt, dass es länger dauert, bis das neue Update kommt. Und sie haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie alle 6 Monate ein neues Zeitalter bringen. Und ich persönlich muss sagen, das ist gut. Das ist gut. Es nimmt Druck raus. Das bringt nicht diese, wir müssen jetzt nächste Woche veröffentlichen. Und ich hoffe, dass, und das steht ja hier da auch, dass wir damit mehr Qualität, aber auch Quantität, die Qualität und die Quantität waren sie nicht zufrieden. Und das ist das, was ich auch meine. Ich meine, alle drei Monate ein Naja-Update ist nicht so toll wie alle 6 Monate ein gutes Update. Es muss nicht super sein. Es soll gut sein, es soll stabil sein. Es soll rechtzeitig auf den Public-Beta-Client kommen, dass man wirklich testen kann. Also da hoffe ich jetzt durch diese Entwicklungsverlängerung, dass die Entscheidung getroffen worden ist, das alle 6 Monate zu machen, das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, dass dadurch eben auch das Ganze
für alle Beteiligten zufriedenstellender über die Bühne geht, wie zum Beispiel beim letzten Mal oder auch beim vorletzten Mal, wo es dann immer so rumpelt. Wir müssen es abwarten. Was dazwischen sein wird, ist, dass es ein kleineres Update dazwischen gibt. So wie wir jetzt eins erhalten. Das heißt, wir haben sind etwas über 3 Monate rum. Das heißt, hier kommt ein Zwischenupdate. Und dann kommt in jetzt in dem Fall wahrscheinlich in 2,5 Monaten, nicht ganz 3 Monaten, wird dann das nächste Chapter, das neue nächste Kapitel kommen. So sieht es momentan aus. Also, da muss ich sagen, das ist etwas, wo ich sage, bin ich vollkommen zufrieden. Lieber so wie überhastet. Was ich wirklich schade finde, ist, dass wir keinen Battle Pass mehr haben. Hier kein Battle Pass im nächsten Zeitalter. Das finde ich ist ein Rückschritt, aber da werde ich nicht alleine dastehen, aber da wissen wir, da sahen die Meinungen, sind da eh schon auseinandergegangen. Was sie vorhaben ist, während während wir gleichzeitig einige kleinere Updates implementieren können. Das ist eben jetzt auch die Frage, reden wir wirklich von einem, was dazwischen kommt, reden wir von mehreren, was ich mir vorstellen könnte, und das ist das hier, dazu gehören neue und wiederkehrende Event mit kosmetischen Belohnungen, Verbesserungen und Lebensqualität und Bugfixes. Das könnte natürlich sein, dass es jetzt, dadurch, dass sie jetzt einen gewissen Eventpool haben, ab und zu mal vielleicht einen neuen Event mit einbauen, ansonsten wie jetzt mit dem Event von den Kopfgeldjägern, den einfach wiederbeleben, ein bisschen auffrischen, Belohnungen reinpacken in einer Art und Weise, die es noch nicht gab, den Leuten Zugriff auf Belohnungen geben, die es schon gab, aber die es beim letzten Mal vielleicht nicht holen konnten. Und das klingt auch ganz gut. Also wenn das in einem vernünftigen Rahmen stattfindet, dann kann das zum Teil den Battle Pass ersetzen. Ich finde es schade, ist so. Sie schreiben, ein Teil der Arbeit, die wir bisher in den Battle Pass gesteckt haben, fließt nun also in kostenlose Updates und Belohnungen im Allgemeinen ein. Und ich meine, da muss ich sagen, das klingt erstmal sehr gut, weil die, die ihn sich nicht leisten wollten, die ihn sich nicht leisten konnten, allein vielleicht auch aus dem Gesichtspunkt, weil sie gesagt haben, okay, wenn ich jetzt regelmäßig spielen könnte, dann würde ich einmal die 10 Euro investieren, ich könnte ja dann immer wieder erspielen, aber ich weiß, es gibt sicherlich auch genug Spieler, die eben diese Option nicht haben und die sich immer wieder mal kaufen müssten und wo eben für den einen oder anderen sind 10 Euro einfach Geld, ja, wo der nicht sagt, oh komm, ja, ich meine, ich als alter Raucher, 10 Euro ist eine Schachtel Zigaretten, die habe ich früher in 2 Tagen verpafft, also von daher, sage ich mal, hat es mich jetzt nicht so gestört, aber ich weiß, ja, es gibt andere und für die, alle die, die einfach auch wirklich 1 Euro umdrehen müssen, bevor sie ausgeben, ist diese Lösung sicherlich die angenehmere. Das muss man das Positive sehen. Also, ich will das jetzt nicht runtermachen, sagen, oh, die sind doof, kein Battle Pass mehr. Nee, die Entscheidung ist sicherlich für die ein oder anderen eine gute Entscheidung. Und ich kann immer noch damit leben. Ja, und wir haben ja die Mods. Wir könnten, wenn ich wollte, und ich bin jetzt auch wirklich am Überlegen, ob wir unseren eigenen Battle Pass eigentlich jetzt machen. Weil der steht jetzt außer Konkurrenz und das könnte ganz witzig werden. Also, zusammenfassend, zukünftig erscheinen Kapitel-Updates etwa alle 6 Monate. Zwischen den Kapiteln erscheinen kleinere Inhaltsupdates. Da sind wir mal gespannt. Reden wir von einem, reden wir von 2. Ich denke, mehr werden es nicht sein. Das macht keinen Sinn. Und das ganz Wichtige ist, das nächste Zeitalter wird kein Battle Pass haben. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Kapitel mit kleineren Inhaltsupdates. Auf dem Bazar gibt es natürlich weitere neue Objekte und Bundles. Der aktuelle Battle Pass bleibt bis zum Beginn des nächsten Zeitalters aktiv. Das ist eine wichtige Aussage für alle, die wissen wollten, okay, wie lang gilt jetzt der noch, ja. Es gibt nach. Das Team kommt hinsichtlich des nächsten Zeitalters gut voran und obwohl es noch kein Erscheinungsdatum gibt, können wir es kaum erwarten, euch im August mehr zu verraten. Also, das heißt, wir werden alles, was das neue Zeitalter angeht, warten müssen bis August.
Wir werden einige neue brandneue Features einführen, die jede Menge Erweiterungspotenzial zu zukünftigen Updates haben und sich bestens in die bereits vorhandenen Features von Age of War einfügen, um die Welt noch lebendiger und geschlossener zu machen. Bin ich mal gespannt. Können wir vorstellen, dass es Richtung dem Thema mit den Thralls geht. Wir haben ja mit dem Tavernen Bediensteten, den wir als, sag ich mal, normal platzierbaren Thrall kennengelernt haben, den wir aber auch dann einen Platz zuweisen können. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht dann was kommen wird. Aber das ist reine Spekulation. Wie glaubt ihr, wird das neue Zeitalter wohl heißen und was wird es denn enthalten? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Hier sind nochmal die original englischen Patch Notes. Da ist dieses Down But Not Out nochmal genauer erklärt. Also, das betrifft die sozusagen tödlich verwundeten Begleiter, aber keine Golems, ja. Die sterben nicht mehr sofort, sie fallen auf den Boden und bluten langsam aus. Ihre Lebensbalge wird grau und der blutet über Zeit aus. Da wäre eben interessant, ist die Zeit abhängig, ist sie überall bei allen gleich, ist die abhängig vom Lebensbalken, die der Begleiter hatte, vorher hatte, etc. Da muss man mal gucken, ja. Interacting with the Allied follows that are bleeding out will perform relaying cry that revives them. Also wenn wir mit dem Begleiter, der da liegt, interagieren, dann wird ein Rallying, ja, ein was heißt Rallying in dem Zusammenhang? Ein wiederbelebender Schrei wahrscheinlich, oder? Ein Schlachtruf ist es. Ah, okay. Ein Schlachtruf wird da ausgestoßen, der ihn dann wieder zurückbringt, ja. Und wenn wir es aber nicht schaffen, ihn eben wieder zu beleben, dann stirbt er. Also wir können dann interagieren mit ihm und wenn wir nur interagieren, dann wird er einfach mit seinem normalen vorherigen Behavior, also mit seinem vorherigen Behalten, aufgeweckt und wenn wir diese Interaktionstaste drücken, dann können wir ihm sagen, er soll mir folgen, wenn er wiederbelebt ist. Und was wichtig ist, wenn wir selber Schaden nehmen, werden wir den Schlachtruf ausstoßen, werden wir unterbrochen, wir müssen nochmal. Und es wird alle, wenn ich den Schlachtruf ausstoße, alle im Radius von 15 Meter wieder beleben. Ja, das heißt, gerade wenn wir, sag ich mal, eine Säuberung machen und da liegen dann zwei, drei rum, dann können wir einen wiederbelebenden Schlachtruf ausstoßen und der wird dann entsprechend, wieder in Aktion drin. Damage taken while bleeding out will reduce the remaining bleed out health. Das heißt, wenn einer am Boden liegt und der kriegt woher und warum auch immer weiter Schaden, ich denke, das ist wichtig im PvP, dann wird der Schaden gegen das Restleben des am Boden liegenden ausgeführt und kann eben dazu führen, dass er dann ganz stirbt. Ja? Also da muss man aufpassen. Hier taken damage bleeding out will reduce the remaining bleed of health. Jedes Mal, wenn wir ihn wiederbeleben, dann erhält er einen Strike, also kriegt einen Debuff, einen Negativ-Debuff. Und wenn einer 3 Strikes hat, dann will der nächste. Okay, das würde aber bedeuten, ich könnte ihn dreimal wiederbeleben und das nächste Mal ist er komplett tot. Hier oben hieß es ja etwas anders. Da war es ein bisschen anders beschrieben. Ich gucke gerade. So, aber vorsichtig, geht euer Leibeigene einem bestimmten dreimal zu Boden. Dreimal zu Boden heißt aber nicht dreimal wiederbelebt. Und hier unten heißt dreimal wiederbelebt. Also, ich würde mal sagen, da haben sie das schlecht ins Deutsche übersetzt. Has three strikes. Also, jedes Mal, wenn man begins bleeding out, will a cure strike. Also, das ist mal das Erste. Das heißt, jedes Mal, wenn er in den Status ausbluten kommt, dann kriegt er einen Strike. Und bei 3 Strikes, dann ist er raus. Das heißt, ich kann ihn. Und er dann will. They will. If the follower has 3 Strikes, they will die the next time. Okay. Das heißt, das nächste Mal. Also kann er dreimal zu Boden gehen. Und dieser Debuff, der zählt 15 Minuten. Und die Ablaufzeit, also diese 15 Minuten, werden auf die maximale Zeit gesetzt, wenn ein Strike hinzugefügt wird. Das heißt, er kriegt einen Strike, dann geht der Counter los. Wenn er jetzt 15 Minuten nicht mehr stirbt,
dann ist gut. Wenn ihr jetzt noch eine Minute übrig habt und er fällt wieder, ich muss ihn wiederbeleben, dann geht das nicht eine Minute, sondern wird es natürlich resettet und mit jedem Strike zählen die 15 Minuten neu. Diese Funktionalität kann grundsätzlich enabled oder disabled werden, also kann ein- oder ausgeschaltet werden auf den Surfern. Ich persönlich finde die Funktion natürlich geil, ja, und die wird natürlich auf jeden Fall anbleiben. So, was eben dazu kommt, das haben wir gesagt, ist die Kopfgeldjägerjagd. Und es gibt einen Red Prophet, also dieser verrückte oder doch verrückte Prophet-Rüstung, die gab es ja schon, die kommt wieder zurück. Dann haben wir den Kitan-Sklaventreiber-Rüstung, bestehend aus Bamboo-Head-Tunic, also das ist ich glaube, wird so eine grüne, diese mehr oder weniger grüne Rüstung sein. Dann gibt es diese Tigerkeule Dead Woman's Tresses. Klingt mir nach Klamotte von, muss man mal gucken, Sundered Manacle. Gucken wir mal. Blue Smoke Firewalk, okay, also irgendein Feuerwerk können wir kriegen. Und ein Tribute Bassang. Also das wird irgendein ein Bassang sein, was man aufstellen kann, Placeable. Mal gucken. Wir gucken nachher. Dann gibt es irgendwelche Fixe. Der Bazaar kommt zurück. Da sind ein paar Fixe gemacht worden, dass irgendwelche Gegenstände eben richtig gestellt wurden. Und dann gab es noch generelle Tweaks. Oh, da werden wir nachher gleich gucken. Items in Workspace now. Display information on the first interact. Das können wir gleich testen. Also, es gibt einiges zum Angucken, aber ich werde das Video nicht überziehen. Wir gucken nur ganz schnell hoch ins Lager, was da los ist. Und dann werde ich ein bisschen testen müssen. Und dann wird es auf jeden Fall noch ein Folgevideo geben, wo ich euch dann die neue Mechanik zeige, die wir da haben mit den Thralls etc. Also, lass mich aufstehen. Ich will aber in Ruhe da hoch. Das heißt, jetzt ist eh gleich dunkel, aber ich bin nicht alleine auf dem Surfer. Also will ich da jetzt auch nicht einfach die Tageszeit zurücksetzen. Dann machen wir es anders. Ich mache mich mal ganz schnell hier zum Admin. Ich bin ja schon Admin. Haha, genau. Das heißt, wir können uns zum Mechamoses beamen. Der Mechamoses-Lager, der Mechamoses war hier oben. Da würde ich uns mal hinbeamen. Und dann gucken wir mal, was da los ist. Und ich werde auch nachgucken, ob... Ups, okay. Also, da tut sich was. Da haben wir auf jeden Fall Leute rumstehen. Kämpfer. Das wird auch ein Kämpfer sein. Ja, aber hier ein Händler. Kämpfer. Okay, also erstmal haben wir nur Kämpfer hier. So, da haben wir den Händler, den kitanischen Händler. Der verkauft mir ganz normal das, was schon war. Dann haben wir den hier, der verkauft mir auch, was schon war. Da ist also nichts Neues. Dann haben wir hier drüben, einen Kämpfer. Also, das heißt, hier hat sich nichts geändert. Da haben sie nur dafür gesorgt, dass wieder ein paar Leute da sind. Hier sieht es immer noch aus wie Sau. Okay. Dann gehe ich mal an einen Platz, von dem ich weiß, dass es ein Lager gab, ein Kopfgeldjägerlager. Das war doch hier in der Nähe vom Stinkloch, oder? Hier irgendwo gab es doch das Lager. Ja, da ist es wieder. Okay, also die alten Lagerplätze sind die neuen Lagerplätze, das ist schon mal gut zu wissen. Und komm, lass die Währung Obuli sein, dann lache ich mir einen Ast, weil ich habe noch einen ganzen Stall voll von denen. Irgendwas greift an, oder? Ja. Kommt her, ich hau eins auf die Mütze. Ich hätte mich jetzt auch mal ganz schnell einfach tarnen können, aber das will ich nicht. Also, wir gucken. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Händler. Und der hat, was hat der? Der hat, hier, Harnisch des verrückten Propheten. Ja, in zwei Geschmacksrichtungen. Dann den Rüstungsplan für den kitanischen Sklavenhalter. Den Knüppel des Tigers.
Und ihr seht, ich werde es testen. Ich hole gleich meine Oboli aus dem Ding. Zöpfe einer toten Frau. Ah, okay, das sind die Bindings. Die sehen ja cool aus. Willensbrecher. Auch schön. Auch schön. Und wir haben gehärtete Stahlkolben, Rüstungsplan für die verrückten Prophet. Das heißt, wir können einmal die Rüstung uns wirklich eintauschen und wir können ihn lernen. Geborstene Handschellen, Tributbecken des Kitanischen, stückische Sklavenwagen. Wow, 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 guckt euch das an. Hey. Käfig aus gehärteten Stahl und Schriftrollen und Ding. Also, cooles Zeug gibt's hier. Ich freue mich schon Ast. Und ich weiß, ich habe ja wirklich einen Arsch voll Obeli übrig, weil ich habe mir zum Schluss nichts mehr großartig geholt. Die Nachschubmaterialien, das ist okay. Und hier haben wir den Sklaventreiber. Und wir haben wieder Kämpfer und Arbeiter. Aber die sind nicht mehr, die waren noch letztes Mal billiger, oder? Die haben das letzte Mal 50 gekostet. Nagelt mich nicht fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die billiger waren. Aber ist egal, ist in Ordnung. Sollen sie teurer sein? Ich werde auf jeden Fall testen. Das werde ich aber in einem Solo-Game machen, wo ich mir die Oboli spawne und einfach mal gucke, ob da sich was geändert hat. Ansonsten muss ich sagen, freue ich mir wirklich ein kleines Loch im Bauch. Also mal gucken, was sagt der hier. We are strangers in this accursed realm. We seek a way back to our lands in the misty east. And though we have crossed the length and breadth of this hellish plain, a way out remains elusive. But perhaps things have changed. Perhaps this new sorcery may show us a path to deliverance, if it can be understood. To that end, we serve Lecomosis, Lord of the Black Ring of Stygia, and the fellow prisoner in this forsaken hell. While the workings of this new sorcery are unknown, unproven, and dangerous, who better to tame its secrets than a master sorcerer? Genau, von dem aber aktuell eigentlich nur noch eine Rübe übrig ist, die zwar sprechen kann, aber natürlich ist so eine Rübe an sich schon mal funktionsbeschränkt. Aber ich freue mich wirklich. Ich muss sagen, das ist schön. Mit den Eventhändlern haben sie natürlich jetzt was geschaffen und ist gar nicht blöd. Da muss ich wirklich sagen, okay, ich bin traurig, dass der Battle Pass nicht mehr ist. Aber über den Eventhändler schaffen sie was anderes. Sie gehen her und sagen, pass auf, spiel dein Spiel, mach an den Event mit, sammel den Mumpets und du hast dann Zugriff auf das Zeug und zwar in dem Umfang, wo du meinst, dass es sinnvoll ist für dich, ja. Wenn ich jetzt die Preise sehe, dann sind wir wieder bei ähnlichen Preisen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wie wir es jetzt auch im Dingenskirchen-Event hatten, da mit der Heiligen Jagd. Ja? Also ich würde mal sagen 100, 200, 300, 400, 600, 1100, 1150, 1250, 13, 14, 15, 2500, 3000, 5000, 5000, ja 5000, ohne dass ich mir noch das Zeug hier oben dann fertig hole. Ja, 5000 Oboli, das sind eine Menge. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir ganz kurz aus meinem Lager die Oboli, dann bin ich wieder hier und dann gucke ich, ob die noch gelten. Das wäre natürlich eine ganz wichtige Info, oder? Dann bis gleich. So, da wäre ich. Also, ich habe über 1000 Oboli noch im Gepäck. Und ich schaue jetzt mal, ob ich... Ich habe jetzt nur, was habe ich geholt? 200. Also, ich kann mir jetzt irgendwas Kleines besorgen. Aber sehr Kleines. Rüstungsplan, geborstene Handschellen. Tributbecken des Kitanischen. Den Sklavenwagen. Den besorge ich mir, oder? Also, gucken wir mal. Ich will handeln. Kostet 100. Geht. Also, die alten gelten. Super. Das ist natürlich schön. Ich meine, ich habe ja vorher zusammengezählt. Ich brauche eine Menge mehr. Aber das ist ja wurscht. Das macht jetzt Laune auf mehr. Auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich über das Update. Das ist eine gelungene Überraschung. Das Feature finde ich cool. Ich sage es nochmal. Ich finde es traurig, dass der Battle Pass nicht mehr ist. Aber auf der anderen Seite ist okay. Kann ich mitleben. Sei es drum. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde auf jeden Fall schauen, wie die Funktion mit dem Down, But Not Out funktioniert im Detail.
Da wird es auf jeden Fall noch ein Video dazu geben. Und natürlich auch zu den... ich werde die Obeli sammeln, jetzt wie verrückt, und euch in einem Video alles vorstellen, was es denn dann da Neues gibt. Und ja, bis dahin hoffe ich natürlich, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr kennt das Spiel nach, bin ganz aufgeregt, Daumen nach oben. Würde mich freuen, natürlich gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nicht schon Abonnenten seid. An der Stelle vielen Dank an alle, die ich hier schon gewinnen konnte und die mir ein Abo reingedrückt haben. Und Kommentare schreiben, das würde mich auch freuen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles Age of War auf unbestimmte Zeit, Kapitel 4, Gameplay mit Mods. Wahrscheinlich die nächste Folge wieder hier aus dem Land der Verbannten. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.